vermutlich nicht mit viel Munition, oder? Außer du sagst mir, was ich wissen. Nicht nur du. Deine ganze Familie. Ein Kreis. Die Rote Armee kommt hierher. Ich verfolge sie schon seit Wochen. Ich habe zugesehen, wie Hunderte von ihnen Eisenstreben auf dem Eis verlegen. Viele sind gestorben und ihre Körper hat man einfach in der Tundra zurückgelassen. Kein Übergangsritual, weder Begräbnis noch Einäscherung. Diese neuen Invasoren sind grausame, gottlose Männer. Sind sie auf die wertvollen Metalle des Berges aus? Oder werden sie wie all die anderen von der göttlichen Quelle angezogen? Mein Volk muss sich wieder für den Krieg rüsten. Okay. Und wir schon. Du hast eine verdammte Chance. Genau jetzt. Sag uns alles. Ich muss da rein, aber... Ihr habt vielleicht ein paar Treibstofftanks zerstört, aber das tut uns nicht weh. Glaubst du, ihr könnt uns lange aufhalten? Verdammt nochmal, antworte uns! Was ist euer nächstes Ziel? Komm ich da, nee, von außen komme ich da nicht rein, oder? Wir haben keine Zeit. Mach weiter. Vielleicht überzeugen. Je länger du durchhältst, desto mehr werden deine Leute später lassen. Ich weiß aber nicht, ob ich die Scheibe jetzt zerschlagen soll. Ich denke mal, wenn, dann muss ich oben rüberspringen oder so. Niemand weiß, dass ihr hier seid. Es kümmert keine Sau, wenn ihr alle verschwindet. Niemand wird eure Kinder schreien hören. Niemand wird etwas erfahren. Im Moment bist du der Einzige, der das verhindern kann. Warum tust du es? Hältst du das für Stärke? Zu schweigen? Sie werden alle sterben. Du hättest doch gleich selber abdrücken können. Das ist Zeitverschwendung. Ja, oder so, ne? Okay. Agios Prophetes. Agios Satanatros. Du mich auch. Ich mach dich erstmal frei. Sie haben ihn gefangen. Muss. Oh nein. Nein, nein, nein. Wen? Na toll, ich krieg schon wieder keine Antwort. Warte mal, die kann ich. Ach, die kann ich die andere bestimmt auch aufmachen, oder? Nein, die Pfeile sind noch voll. Kann man das nicht nennen? Okay. Benötigen Sie einen Dietrich, okay. Wo soll ich den herkriegen? Die Ölkanne. Ja, okay, die Tür ist zu. Ich soll aber nach links rein. Ach nee, ich muss da durch. Ach so. Ui. Wie sieht's aus? Ich weiß nicht, ob ich das Leck schließen kann. Wenn nicht, schlechten wir das Rohr zusammen, bis wir ein neues haben. Du hattest die Verantwortung. Ja, Sir. So viel Widerstand war unerwartet. Du solltest beobachten. Mein zweites Paar Augen sein. Du musst wissen, was bei dieser Operation auf dem Spiel steht. Ja, aber... Nein. Nein. Tust du nicht. Nein. Wie könnte das jemand wie... Ganz ruhig. Ganz ruhig. Keine Angst vor dem Schmerz.
Unser Ziel ist fast erreicht, aber wir müssen besser aufpassen. Der Erfolg hier bringt uns eine neue Welt. Eine nach unseren Vorstellungen. Konstantin, Sie werden umgehend beim Gefängnis gebraucht. Ein Gefangener weiß vielleicht was über das Artefakt. Bleibt im Glauben und ihr werdet Teil der Herrlichkeit der göttlichen Quelle. Oh mein Gott. Wir haben wohl noch ein Treibstoffleck. Was zur Hölle ist passiert? Das Ding ist 50 Jahre alt. Okay, dann schließen wir es. Wir dürfen nach dem Angriff nicht noch mehr verlieren. Okay, ich mach das. Bin ich auch was geschützt? Halte das da mal fest. Ich brauche mehr Hebelwirkung. Verdammt, die Kupplung ist hin. Kannst du mir mal helfen? Ja, klar. So, heißt das jetzt, dass ich jetzt von hier oben schießen muss? Ja, da geht's noch weiter. Wir verlieren den ganzen Scheiß Treibstoff. Ah. Wie sieht's denn aus? Verdammt! Na los! Halt, nicht mit roher Gewalt, mit Gefühl. Das Scheiß. Oh, Scheiße, ist die. Feuer frei! Oh, fuck. Oh. Ich hab mich anscheinend gesehen. Los jetzt! Oh, 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 oh. Hallo? Wo kommt der her? Hallo, wieso macht die nichts? Ich gebe mich in Position. Gehe in Position. Fuck sie ab! Werfe eine Granate! Ach, ich bin ja am Feuer. Sag mir das doch einer. Oh. Ich dachte, mich schlägt da die ganze Zeit einer, dabei stand ich da anscheinend im Feuer. Kann ich das nehmen? Aber sie duckt sich noch, das finde ich nicht gut. Das heißt, dass wahrscheinlich noch irgendwo einer ist. Aber ich habe schon mal gut was abgefackelt hier. Draußen vielleicht noch? Oh ja. Weg hier! Ah, da sehe ich aber gerade was anderes. Hat es den jetzt auch getroffen? Ich glaube ja, ne? Ja, okay, sie steht auf. Das ist sehr gut. Habe ich hier nichts, was ich hier irgendwie holen kann? Anscheinend nicht. Muss ich denn überhaupt? Ja, ich muss raus. Ich hatte jetzt gerade so ein leises Déjà-vu. Ich wollte schon sagen, nicht, dass ich jetzt hier wieder angegriffen werde vom Hubschrauber. Betriebshof. Oh, da hinten ist aber doch jemand. Ja, habe ich da nicht gerade was? Ach, das war ein Hasen. Oh.
Dein Ernst? Oder den Vogel habe ich gesehen. Ich weiß es nicht genau. Ist da hinten noch was? Nee. Ich kann so nicht rein, ohne gesehen zu werden. Es muss einen anderen Weg geben. Unten laufen Leute. Ja, aber ob ich damit nicht gesehen werde, weiß ich nicht, wenn ich da jetzt so runter belaufe. Nicht, ich bin kein Feind. Entschuldigung. Ich habe eh daneben geschossen, das tut mir leid. Oh, Moment, ich mach mal kurz die Kiste auf, dann rede ich mit dir. Oder auch nicht. Ach, da brauche ich schon wieder diesen blöden Dietrich für, okay. Wir reden sofort, einen Moment. Kann ich die Schuhe irgendwie nehmen? Nee, ne? Ich habe die gegnerischen Truppen infiltriert und erfahren, dass sie auf die Ressourcen des Berges aus sind. Sie scheinen das von uns gehütete Geheimnis nicht zu kennen. Die Eisenstraße wird von Gefangenen gebaut, von Sklaven der Roten Armee. Auf der Eisenstraße verkehren riesige Maschinen, die noch mehr Sklaven, Nahrung und Material für den Bau einer kleinen Stadt heranschaffen. Ich muss zu meinem Volk zurückkehren, damit wir unseren Angriff planen können. Wenn wir ihnen schwer zusetzen, bevor sie den Berg erreichen, geben sie vielleicht auf und ziehen sich zurück. Okay, perfekt. Oh, ich dachte gerade, da ist ein Eisbär oder sowas. Also ich habe echt schon Hallos hier. So, Junge, ich komme mal eben zu dir runter. Das ist ein Lagerfeuer. Aber ich kann nichts machen. Ja, vielleicht muss ich ja erst mit ihm reden. Tag. Boah, ist du groß im größten Fall, oder ist Lara so klein? Bist du ein Nord? Wer sind Sie? Das klären wir später. Wenn Sie antworten wollen, hören Sie gut zu. Okay. Wir konnten den alten Funkturm zerstören, aber es gibt Repeater, über die Sie kommunizieren. Wir müssen sie ausschalten. Helfen Sie mir und ich sage den anderen, dass man ihnen trauen kann. Ah, da bekomme ich einen Dietrich. Okay, ja, ich werde nach Ihnen aus. Mal an. Gut, wir haben nicht viel Zeit. Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut war, aber dann bekomme ich zumindest einen Dietrich. Kommunikationsausfall. Zerstören Sie die Funktürme. Oh Gott, habe ich mir jetzt gerade was angenommen. Aktuelles Einsatzziel. Achso, das liegt dann quasi auf dem Weg, so wie ich das jetzt verstehe. Okay, das heißt, dann kann ich die Kiste erst machen. Was mich jetzt wohl interessieren würde? Ja, jetzt kann ich das Lagerfeuer nämlich Roth nutzen. Roth ist der Meinung, dass ich schießen lernen sollte. Und? Haben Sie es geschafft? Sind die Sender zerstört? Ich habe noch nicht alle gefunden, aber bald. Genau, bald, mein Herr, bald. Weil wir haben uns erstmal ins Lagerfeuer gesetzt, wollten uns etwas aufheizen und unsere Pistole ein wenig verbessern. Das weiß ich nur nicht. Die hat jetzt 49 Schuss. Die andere hatte, glaube ich, 18 Schuss drin, kann das sein? Ich würde auch gerne wissen, wie man... Ah, oder? Wie man die Pistole wechselt. Aber ich glaube, das werde ich nicht hinbekommen. Oder? Moment, rechts. Nein. Okay. Nach oben. Moment, irgendwas habe ich gerade gemacht. Irgendwas habe ich... Ich habe keine Ahnung, was ich jetzt gemacht habe. Aber ich habe jetzt auf Bogen umgeschaltet, was ich gar nicht wollte. Jetzt habe ich Pistole. Moment. Ich drücke... Nein. Ich drücke die Taste nach oben. Ich drücke die Taste nach unten, dann habe ich die Pistole. Okay, und links und rechts habe ich nicht. Das sind also nur die beiden, die mir dann angezeigt werden. Ah,
okay. Also, wenn ich die Pfeiltaste nach oben drücke, habe ich den Bogen und die Pfeiltaste nach unten die Pistole. Ja, cool. Das ist gut zu wissen. Ich würde aber eigentlich sagen, da das jetzt ein komplett eigener Bereich ist, jetzt laber mich hier bitte nicht voll, dass wir hier erstmal einen kleinen Cut machen und dass ich dann den Rest in einem neuen Video mit euch machen werde. Sind die Sender zerstört? Ich habe noch nicht alle gefunden, aber bald. So, Moment, bevor ich jetzt da reinlaufe. Ich hatte ja da hinten Wölfe gesehen. Ja, und der ist weggelaufen. Na toll. Okay, schalt mal wieder auf Pistole um. Müssen mehr Informationen aus dem Gefangenen quetschen. Wenn Konstantin es selbst tun muss, wird er nicht erfreut sein. Wir erhöhen den Druck, aber er besitzt eindeutig schon Erfahrung mit Verhörtechniken. Wir glauben, er ist der Anführer der Verbliebenen. Er muss von der göttlichen Quelle wissen. Findet seinen Schwachpunkt. Kommt jetzt mit dem Rudel wieder? Dieser Gefangene. Vielleicht finde ich ihn ja. Ich dachte, jetzt ist der eine Wolf weggelaufen, um die anderen Wölfe zu holen. So ein bisschen aufpassen, weil ich gehe mal stark davon aus, dass hier auch irgendwo Leute sind. So, da könnten wir jetzt noch ein bisschen Holz holen. Wo müssen wir denn genau hin? Da ist eine Leiter. Da ist ein Vogelnest. Oh. Auch noch was. Scheint aber keiner drin zu sein. Trinity will an die Quelle. Ich muss rausfinden, was sie wissen. Wir waren Narren. Leichtsinnige, arrogante Narren. Wir dachten, wir könnten sie aufhalten, aber die Rote Armee ist in der Überzahl. Ihre Waffen sind besser und sie greifen unentwegt an. Viele von uns, einschließlich mir, wurden gefangen und zur Arbeit in den Minen unseres eigenen Berges gezwungen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie unser Geheimnis entdecken. Wenn dies geschieht, müssen wir bereit sein. Okay. So, das ist jetzt vom Wind da oben. Kann man da irgendwas runterschießen? Nee. Da ist noch eine Kiste. Ich gehe erstmal vorsichtig nach der Kiste gucken. So, irgendwo hier war jetzt noch eine Leiter. Da oben ist, glaube ich, noch was. Und? Ach nee. Ich dachte schon, da hinten sind Wölfe. Ist das ein Vogel? Okay. Obwohl, doch, Wölfe sind auch da. Die werden mir gar nicht angezeigt, lustigerweise. Okay. Kann ich die von oben abschießen? Da kommen sie ja nicht runter. Nicht hoch. Kommunikationsrepeater. Trinity muss die installiert haben. Sind das die Funktüren? Doch! Ah, cool. Okay, da weiß ich schon mal, woran ich, wonach ich Ausschau halten muss. Es geht ja so in Deckung, das gefällt mir gerade gar nicht. Können die hier hoch? Ich glaube, die können auch hoch. Ach, das sind drei. Aber lassen wir die armen Tierchen mal leben. Weil ich habe irgendwie so ein bisschen das Gefühl, dass wohl gleich irgendwas Menschliches auf uns zukommen wird.
Also es ist ja dann meistens so die Ruhe vor dem Sturm bei Tomb Raider, ne? Da oben muss ich hin. Kann ich darauf zielen? Ja, kann ich. Ich nehme mal den Bogen. Oh, eine Leiter. Diese Zeichen, sie sind nicht russisch. Eine Warnung vielleicht? Oh, okay. Lara, könntest du mal Licht anmachen vielleicht? Ich sehe nämlich rein gar nichts gerade. Dankeschön. Ja, siehst du, das hätte ich nämlich übersehen. Optionales Herausforderungsgrab. Wie finden Sie den nahegelegenen Eingang? Ist das nicht der Eingang, wo ich jetzt gerade drin bin? Noch was? Ah, da hinten ist es wohl der Eingang, okay. Aber wir gucken vorher noch mal kurz hier in der Ecke. Wir haben ihre Zelte sehr eilig abgebrochen. Haben die Sowjets da unten was gefunden? Okay, hier geht's runter. Also, ich merke mir mal, dass ich da definitiv auch noch rein kann. Vielleicht geht's aber da... Da stand ja was mit Sowjetanlage gerade. Ist da gerade was geflogen oder was? Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, was jetzt der Eingang zu dem Grab ist. Ich würde jetzt gerne erstmal das Grab machen. Der Prophet wurde verfolgt und seine Anhänger ebenso. Achso, das war schon, oder wie? Okay, ja gut. Dann ist das wohl doch da oben der Eingang. Dann ist es aber auch gut, dass ich erst da reingegangen bin.